Welt ist im Wandel. Ja, bla 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 und mein Arsch juckt. Sich über das Jahr 2020 zu beschweren ist mittlerweile nichts Neues mehr und wird so langsam aber sicher auch zum Klischee. Völlig egal, welches Video man schaut oder welchen Jahresrückblick man verfolgt oder welche privaten Gespräche man führt, fast immer wird man damit konfrontiert, dass das Jahr 2020 jetzt nicht ganz so prickelnd war. Und das auch zu Recht. Historisch wird das Jahr 2020 wahrscheinlich nicht in die Geschichte eingehen als das besonders wundervolle Jahr. Das gilt nicht nur für die Welt, sondern auch für mich als Privatperson aus den bekannten Gründen und auch aus privaten unbekannten Gründen. Aber ich sage euch was, wir haben heute den 31.12.2020. Das heißt, wir sind am Ende dieses schrecklichen Jahres und so wie wir Menschen halt sind, wir räumen am Ende des Jahres gerne auf, packen was Neues aus und kümmern uns um neue Dinge und genauso ist es auch mit meinem Kanal und deswegen tue ich etwas, in dem ich besonders gut bin, wie diejenigen von euch, die zuschauen, vielleicht wissen, nämlich ein Kanal-Update-Video. Ich glaube, das dritte auf meinem Kanal, also sehr, sehr selten, aber ich denke, es sind so viele Dinge aktuell, die sich ändern und von denen ich vorhabe, sie zu ändern, dass ihr das Ganze auch wissen solltet. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich meinen Kanal so circa vor 2-3 Jahren etwas runtergeschraubt, habe wesentlich weniger gepostet als sonst. Das war auch absichtlich, das war auch von mir so gewählt und auch alles korrekt so. Jetzt allerdings haben sich einige Dinge geändert und ich kann in 2021 wieder etwas intensiver an meinem Kanal arbeiten. Dabei möchte ich aber nicht bereits eingetretene Pfade in meinem Kanal, ja, durchgehen und nicht wieder betreten, sondern ein bisschen umdenken. Keine Angst, ich werde jetzt kein Lifestyle-Kanal, kein Bibis Beauty Palace-Kanal. Es bleibt alles in der grundlegenden Struktur beim Alten. Ich möchte nur ein paar Details ändern. Ich habe meinen Kanal in den letzten Wochen mir sehr kritisch angeschaut und tatsächlich auch schon aufgeräumt, also ein paar Videos rausgestrichen und so weiter. Und ich denke, bevor ich in das Jahr 2021 starte mit euch zusammen, möchte ich euch doch über die ein oder anderen Vorhaben, die ich habe, informieren und natürlich auch euer Feedback haben. Und bevor ich das Ganze vergesse, und das ist mir eigentlich das Wichtigste an diesem Video, möchte ich einmal kurz Danke sagen. Danke an diejenigen unter euch, die trotz dieser Zeit, in der ich meinen Kanal nur sehr sporadisch, sehr selten betreut habe, wo also nur sehr, sehr selten mal ein Video hochgeladen wurde und dann auch eher meine Basics und nichts großartig Spezielles. Vielen, vielen Dank dafür. Und das meine ich auch wirklich so, dass ihr dabei geblieben seid, dass ihr kommentiert habt und geliked habt. Denn für jemanden wie mich, der wirklich aus reinem Hobby so einen Kanal betreibt, ist das unglaublich motivierend und das macht das Ganze erst zu einem echten Spaß und trägt den Spaß dann auch weiter. Das heißt, bevor ich es vergesse, wirklich von Herzen vielen Dank an diejenigen unter euch, die zugeschaut haben, die interagiert haben und die auch immer noch als meine Abonnenten dabei sind. Wirklich, wirklich klasse. Vielen, vielen Dank. Ja, jetzt wo wir das aus dem Weg haben, kommen wir zu den Dingen, die ich mir so gedacht habe und die ich gerne machen möchte. Ich habe in der Laufbahn meines Kanals einiges probiert, einiges ausprobiert, hochgeladen auf meinem Kanal und so weiter. Ein paar Kleinigkeiten habe ich dann wieder angepasst und wieder geändert. Und im Grunde bleiben davon jetzt ein paar Sachen übrig. Zum einen habe ich ein bisschen an meinen Intros und an meinem Outro geschraubt. Das habe ich auch schon gemacht und da seht ihr jetzt zum Anfang des Jahres auch ein bisschen was davon. Ich habe mich wieder bei Instagram angemeldet und plane das jetzt auch ein bisschen regelmäßiger zu nutzen aus unterschiedlichen Sichten. Also da auch vielleicht so ein bisschen Privates zu posten, natürlich jetzt nicht tief Privates, aber schon ein bisschen was Privateres. Das heißt, diejenigen unter euch, die mir auf Instagram folgen wollen, da ist es whythetie_insta, da fange ich dann eben auch ab Januar 2021 mit an und freue mich da auch schon drauf, mich mit einem Social Media Programm wieder zu beschäftigen, nachdem ich mich wirklich vor 2 Jahren gänzlich von Social Media verabschiedet habe. Da natürlich dann auch dementsprechend verbunden mit meinem YouTube-Kanal. Da freut mich also, dass es da weitergeht. Und jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die eigentlich wichtig sind, nämlich dem Content, den Inhalten meines eigentlichen Kanals. Ein paar Sachen bleiben erhalten
Und das sind natürlich meine Unboxings, der eigentliche Grund, warum ich meinen Kanal überhaupt erst aufgemacht habe. Das heißt, Pack dat aus bleibt, Amiibo Break bleibt und Check dat aus bleibt. Meine drei Unboxing-Formate, die ich immer noch gerne habe, aber an denen sich ein bisschen was ändern wird. Mir ist nämlich aufgefallen, dass ich, so wie es für mich typisch ist, die Videos immer länger wurden und immer schwerer tatsächlich auch zu konsumieren. Und das will ich anpassen. Ich möchte also schauen, dass meine Unboxings, gerade meine Unboxings, die jetzt nicht viel Spezielles an sich haben, ich sag mal primär Pack dat aus und Amiibo Breaks, möchte ich wesentlich kleiner machen. Ich versuche mal so unter 10 Minuten pro Video anzupeilen und bei Amiibo Breaks am besten noch ein bisschen weiter runter, denn dafür waren sie ja ursprünglich mal gedacht. Das ist also ein Vorhaben, was ich habe, und ich schätze mal, das ist auch in eurem Sinn, weil ich tatsächlich schon gesehen habe, dass wenn die Zeit länger wird, dann werden die Zuschauerzahlen auch niedriger. Möchte also schauen, dass ich immer mit der Struktur gleich bleibe. Also ich möchte zu jedem Unboxing auch einen kleinen Sketch machen oder einen kleinen Infopart, dann das Unboxing, dann das Ende. Das soll also so bleiben, aber nicht mehr ganz so ausschweifen, nicht mehr ganz so ausführlich. Das plane ich also und ich hoffe, ich kann das für euch durchziehen. Ich hoffe, das ist in eurem Sinn. Wie gesagt, in dem Video ist es wirklich wichtig, schreibt mir einen Kommentar, was ihr zu meinen ganzen Ideen so denkt. Bevor ihr anfangt zu schreiben, Top und Flop. Ich weiß, dass es das Erste ist, was in den Kopf kommt. Viele von euch und wahrscheinlich 90% von euch haben wirklich zu meinem Kanal gefunden über meine Top- und Flop-Videos. Das ist auch berechtigt. In diese Videos ist nämlich unglaublich viel Arbeit und Mühe reingeflossen. Es war mir immer besonders wichtig, die Dinger hochwertig aufzuziehen und gut recherchiert zu machen und dann auch so eine Mischung aus Information und Entertainment, ein bisschen Infotainment daraus zu machen. Ich glaube, das ist mir bisher auch sehr gut gelungen. Allerdings ist der Aufwand dieser Videos und mein Anspruch an die Videos auch tatsächlich der Grund, warum ich sie in den letzten 2 bis 3 Jahren auch nicht mehr posten konnte dementsprechend. Auch da möchte ich was dran ändern. Natürlich nicht in der Geschwindigkeit, wie ich sie gerne draußen hätte, aber ich versuche wesentlich schneller und häufiger Top und Flops rauszubringen. Hab da auch wirklich Bock drauf und ich schreibe es auch, wann immer ihr mir in die Kommentare schreibt, ihr möchtet wieder einen Top und Flop, habe ich dazu geschrieben, ja, ich möchte auch und ich habe so viele Themen und so viele Ideen, aber ich habe halt keine Zeit und Das werde ich dann auch jetzt dementsprechend tun. Ein paar Sachen, die ich nicht mehr tun werde, großartig. Ich habe mich komplett von dem Thema Let's Play verabschiedet. Ich denke, das machen genug und das machen auch genug Leute ganz gut. Das ist in Ordnung. Ich würde in der Zukunft nochmal drüber nachdenken, vielleicht zu streamen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie das Equipment dafür aussehen muss und ob der Aufwand den Spaß auch wirklich wert ist. Das habe ich also nur im Hinterkopf. Könnt ihr mir ja eure Meinung mal zu sagen. Ich habe mal gestreamt, zweimal und war in Ordnung, aber jetzt auch nicht überragend. Da lasst mich einfach mal wissen, wie ihr so dazu steht. Aber das Thema Let's Play, also Gameplay-Aufzeichnungen, davon verabschiede ich mich. Damit habe ich nichts mehr zu tun. Meine Specials werde ich weitermachen, wann immer sie mir einfallen, denn das ist tatsächlich, der Name ist Programm, das Ganze sind Specials, das heißt, wann immer ich Bock drauf habe, da werde ich das tun. Alle anderen Formate, die ich irgendwann mal angefangen habe, lasse ich alle außen vor, das heißt, wir haben wirklich nur meine Unboxings, meine Top und Flops und meine Specials, so wie es ursprünglich mal sein sollte, und ich habe noch ein paar Ideen für Videos oder kleine Videoreihen, die ich gerne tun würde, die nicht direkt was mit Videospielen zu tun haben oder nur sehr indirekt oder vielleicht auch gar nicht. Da müsstet ihr mir mal sagen, würdet ihr euch auf meinem Kanal irgendwas anschauen, was jetzt nicht direkt mit Videospielen oder vielleicht sehr, sehr geringfügig oder vielleicht auch gar nicht mit Videospielen zu tun hat? Ich möchte jetzt nichts Konkretes sagen, weil ich noch nicht weiß, ob das funktioniert und ob man sich das auch dann wirklich anschauen kann, aber das ist zumindest auch eine Sache, die ich plane, meine Videos so ein bisschen weiter thematisch auszubreiten und nicht nur auf Videospiele und auf Nintendo zu fokussieren. Ein Gedanke, der mir noch so ein bisschen durch den Kopf schwirrt, ist aber jetzt auch eine Sache, die ihr mir feedbacken müsst. Alternativ zum Streaming habe ich mir mal Podcasts angesehen, wie das Ganze so funktioniert und wie das Ganze so aufgebaut sein sollte. Das heißt, die Frage ist, habt ihr Bock auf kleine Podcast-ähnliche Beiträge und falls ja, dann über YouTube, also als Video ohne Bild, einfach nur so gesprochen. Sollte das mit mehreren Personen sein oder mit einer? Ich habe da noch nicht so richtig ein Konzept, ich habe einfach nur grundsätzlich Bock
Und ihr merkt ja auch, an meinen ganzen Videos über Videospiele reden kann ich eigentlich nonstop, völlig ohne Probleme. Und ja, sind wir mal ehrlich, nicht nur über Videospiele, aber darüber besonders gut. Lasst mich da in den Kommentaren wirklich mal wissen, wie ihr dazu so steht und wie ihr das Ganze so findet. Möchte auf jeden Fall in 2021 meinen Kanal wieder etwas enger betreuen. Es wird natürlich immer noch nicht meine jobähnliche Beschäftigung in der Freizeit. Es wird wieder eine Ergänzung zu meinem Lieblingshobby und zu meinem einzigen Hobby, nämlich Videospiele. Und diese Passion möchte ich weiter mit euch teilen, möchte ich weiter für mich festhalten. Das war der ganze Grund meines Kanals und genau so führe ich ihn auch weiter und hoffe, dass versteht ihr, und ich hoffe, diese etwas vage Erklärung war für euch nachvollziehbar. Ich versuche, so ehrlich wie möglich mit euch zu sein und so nah wie möglich an euch und hoffe, das kommt soweit rüber. Freue mich auf jeden Fall auf das nächste Jahr. Vieles ist abgeschlossen, vieles Neue wird beginnen und ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie man sich das vornimmt. Vorsätze ist das große Schlagwort fürs nächste Jahr. Ich schätze mal, nicht nur für mich, sondern auch für viele, viele andere Menschen da draußen. Und ja, mit Vorsätzen, da weiß man ja, ist ein Esel, der oft gesattelt, aber selten geritten wird. Und ich hoffe, dass ich eine ganze Menge reiten werde im nächsten Jahr. Das ist irgendwie eine komische Formulierung, völlig egal. Freue mich da auf jeden Fall sehr drüber. Freue mich auch sehr, dass ihr dieses Video eingeschaltet habt. Freue mich noch mehr über eure Feedbacks, denn nur von euren Feedbacks lebt dieser Kanal und ich hoffe, davon bekomme ich noch einige. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr zugequatscht und ihr seid immer noch in diesem Video. Falls ja, danke ich euch an der Stelle nochmal von Herzen fürs Einschalten, von Herzen für alle Interaktionen, die ihr mit meinem Kanal so führt und vielleicht in der Zukunft auch führen werdet. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 auf neue Anfänge und goodbye zu alten Lasten. Danke euch, viel Spaß noch beim Zocken, bis zum nächsten Video. Euer Why the Tie.